Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meine Stufe 9 Panzer. Ja, angespielt. Getestet. Und AE Phase 1 für gut befunden. Und heute, den bringe ich mal ein bisschen was über den. Nehme euch wahllos mit. Moment. So, positionieren. Ja, er ist ein ganz, ganz netter Tank, muss ich sagen. Ja. Hat eine gute Turmpanzerung. Ja. Und Moment, wo war's? Die Streuung auf 100 Meter geht auch für ein Heavy, finde ich gar nicht schlecht. Gab halt noch eine Lüftung drin und die Waffenbrüder habe ich den Perk voll. Ja. Und wie gesagt, der Turm ist echt sehr gut. Ihr müsst halt hier aufpassen auf den Coppola. Ne? Die Kanone macht auch ordentlich Wumms hier. 340er Durchschlag ist super für den Neuner. Und ich nehme mich einfach mit. Moment. So, das zweite Mal Moment gesagt. Und dann schauen wir mal, was wir hier gebacken kriegen. Ja. Zurzeit läuft der mit die Kampa, kommt ein bisschen weniger hier auf dem Kanal, aber gut. Ich mache das eher spontan, wenn ich mal Bock habe. So, Kaffee ist auch am Start, wunderbar. Also, schauen wir mal. Natürlich schießen wir das gute Zeug. Sind wir hier? Geht eigentlich, bis auf den Emil. Den mag ich jetzt nicht so doll. Und die IS-4 ist auch sehr bouncy. IS-4 ist ein guter Tank. Muss ich sagen. Warte mal. Oh, mon Dieu. Ne, ich wollte nicht desertieren. Machen wir mal die Spielernamen raus. Das ist irgendwie so, es nervt. So. Das reicht, wenn ich die Tanks sehe. Mein Reload hier ist 9 Sekunden. Das kann bestimmt auch noch boosten, aber ich sehe das nicht so eng. Wir gammeln mal hier ab, würde ich sagen. Na, was ist denn heute los mit meinen FPS? Da ist schon die IS-4, mag ich gar nicht. IS-4, ich mag dich nicht leiden. Gucken wir mal, ob da einer rumschaut. Geht jetzt immer ein bisschen entspannt an. Ja, der Knirpen könnte vielleicht rumgucken. Na? Warten wir ein Momentchen. Da stehen ja 3 TDs bei mir hier. Da. Da wird er, denke ich, nicht rumfahren. Aber was ist schon logisch in World of Tanks, ne? Wir stehen hier völlig nutzlos rum, werde ich mal umdrehen. Huch! Ich werde immer nervös, wenn das wenn der V-Name auftaucht hier. Ich glaube, sie brauchen mich eher links. Da kommt ja einiges. Schauen wir mal. Schauen wir mal rum. Warum? Warum hier um die Räuber? So. Okay. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem 53er. Ah, der Knirpen geht all in.
Oh, Jagdpanzer, hast du das überlegt? Blöden Skorpion. Ich habe halt keinen Spot. Ich glaube, wir müssen uns erstmal um den FV kümmern. Das denkt der Rheinmetaller auch gerade. Ich will ihm halt nicht in die Flinte schauen. Hat er geschossen? Hey, Rheinmetaller, das ist nicht gut, die Idee! Fuck. Habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Oh, es ist serviert und ich bin einfach nur leer, Leute. Ah, das ist ein Zurzler. Komm, Petsche, du fährst doch bestimmt nochmal vor, oder? Ups, dumm gelaufen für dich, hä? Mein Freund. Ganz dumm gelaufen, FV. Ja, jetzt üben wir nochmal, hä? Oder 53er? Der war doch auch noch da. Das wird mir langsam zu heiß. Scheiße, da ist er schon. Hast du gerade noch die Kurve gekriegt, mein Freund? Charity, der lebt doch auch noch, oder? Da ist er doch. Kriegt diesen Charity nicht rein. Mit dem Jagdpanzer. War da nicht 100? Ne, der ist tot. Es ist doch eine Scheiße mit diesen Kuppeln und Hügeln und Büschen und... Nehmen wir erstmal den 53er aus. Jagdpanzer, ich lass dich nicht alleine sterben. Oh, der wastet sich gerade. Jawohl. Nur den rein. Eieiei, ist ja richtig Stress hier. Was steht denn hier für ein Schrotthaufen, Leute? So kann ich nicht arbeiten. Scheiße. Einfach zu tief. So, jetzt habe ich ein Problem. Gut. Was das Skorpion macht.
Rutzi Türken nochmal. Heiße Kiste hier. Ich darf den Schulterschluss zu meinem Skorpion nicht verlieren. Hoffe, dass der Leopard den packt. Grutzi Türken nochmal, Junge, 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 Junge. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ah, reicht nicht. So, jetzt bin ich alleine. Mutti! Ich hoffe nur, dass ich ihn... ich kriege ihn nicht mehr auf. Naja, trotzdem eine bessere Runde im scharfe Tür gewesen, ja. Nee, scharfe Tür. Bin ganz durcheinander. Adrenalin ist oben. Hallo. Na, jetzt kommt der nächste. Ah, fast! 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 Ach, war das geil. Egal, ob ich verloren habe, aber die Runde war ganz, ganz nett. Ich mag solche Fights. Ja, ich war am Anfang ein bisschen zu passiv, obwohl ich hier gerade am Schluss eine Millisekunde Ping hatte. Also, muss schon sagen. Aber eben, auf so Stadtkarten macht dieser Phase 1 relativ viel Spaß. Der Jagdpanzer hat sich halt gewählt, er ist halt quer eingefahren. Ne? Ja, ja. Gut, und teuer ist er. Ne? Also, wenn er halt die Premium-Mumbeln schießt, dann... Ja, ach du Scheiße. Eieieiei. Na gut, es waren einfach zu viele Kanonen. Irgendwann kam halt die Achter von hinten. Ne? Gut. Eben, wisst ihr, warum ich scharfe Tür gesagt habe? Wegen dem hier, der ging wahrscheinlich nicht aus dem Kopf. Naja, war ganz nett. Jedenfalls habe ich Mr. Scharfe Tür rausgenommen. Machen wir noch eine zweite Runde? Ja. Wie gesagt, auf Stadtkarten, ein nices Teil. So, aber wie beim letzten Vorstellungsvideo vom T10 verspreche ich euch jetzt auch mal eine etwas schlechtere Runde. Okay? Also ihr sollt ja auch das harte Leben in World of Tanks mitkriegen. Na, was machen wir denn hier? Wir sind ja der Heavy. Wir haben einen verdammt starken Turm. Wir haben das Platoon T10 AFS1. Ich denke mal, das Platoon wird durch die Schlachtergasse kommen. Ich stehe immer so ein bisschen auf Mates. Das ist so eine geheime Leidenschaft von mir. Weiß auch nicht. Ich finde, eine gewisse Leidenschaft zu haben, ist ja auch wichtig im Leben, gell? Ihr wisst ja, von was ich rede. Aber lassen wir das Thema. Ich fahre auf den Hill. Ich habe Bock auf den Hill. Ich habe jetzt richtig Bock auf ein paar Mates. Weg, 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 weg. Immer diese Franzosen, die rumstehen und nicht wissen, was sie wollen. Ja, ja. Ja, genau. Guck mal, der T95 von uns, der fährt in die Schlachtergasse. Ja. T75 auch. Oh, ja. Also da muss ich mich dir. Da ist immer auch so eng. Ich mag diese Enge nicht. Also ich fahre ja auch Aufzug, ne? Auch im Privatleben. Ne? Also ich halt so schlimm ist es jetzt nicht mit mir. Aber so in der engen Schlachtergasse. Nee. Ich helfe lieber oben. Da habe ich mehr Platz, mich zu entfalten. Und siehe da, der T10 kommt unten, also können wir oben relativ gut arbeiten. Der VK kommt auch in der Schlachtergasse.
Jawohl, jetzt aber nicht überheblich werden, ne? Ich muss da immer aufpassen, ne? Ich denke so, oh, ich bin der Neuner, jetzt geht's los. Ne, dann schnell kannst du gar nicht gucken teilweise, wenn du dann wieder tot bist. Aber genug gequatscht, wir konzentrieren uns jetzt aufs Spiel. Herzlich willkommen auf dem Hill. Chefetür. Schon wieder so ein Chefetür. Naja. Gehen wir mal snacken, oder? Ja. Yeah. Jungs, auf geht's. Und hi, wie geht's? Na, Schnuggel? Huch, da hat er nur noch 70 HP. Ah, scheiße, der andere Phase 1 kommt. Scheiße, was ist da unten los? Da Indien, Leute! Jawohl, danke. Uns kann hier nicht arbeiten. Mist, ich wollte ihn ketten. Aber wir haben kein Backup, gell? Ah, das gefällt mir jetzt nicht. Aber wir sind... Wie wär's mit Zielen? Zeig mir deinen Coppola. Zeig mir deinen Coppola. Scheiße, ich muss hier weg. Eieieiei. Ups. Jetzt will er nicht mehr. Hi. Ach Mensch. Warum ziele ich so? Wieso meine Großmutter? Jetzt hau dann. Yeah. Oh, jetzt kommt der Big Boy. Oh mein Gott. Nein, ich war's nicht. Die hat eine gute Crew drauf, scheiße. Nee, es tut mir echt leid, ich habe Termine. Och, mon Dieu! Aber ich habe euch versprochen, es gibt auch eine Scheißrunde. Hat trotzdem Spaß gemacht da oben, oder? Der T95 hat so richtig gekotzt. Wenn der 103er nicht gewesen wäre, da dieser komische Pickel T103 TD, wo ich am Anfang das Spiel verloren habe gegen den. Ja, der geneigte Zuschauer hat gemerkt, ich habe 2-3 Mal den Coppola nicht getroffen, aber egal. Da hätte ich ihn halt, das macht den sehr guten Spieler oder guten Spieler von einem Durchschnittsspieler wie mir aus. Ich bin ein Hobbyspieler, ne? Da hätte ich ihn gleich am Anfang rausnehmen können, da wäre der T95 geliefert gewesen. Aber ist egal. Hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Für mich ist es gut. Und eben, wie gesagt, ich habe euch ein schlechtes Spiel versprochen. Aber ich glaube, das haben wir gewonnen, ne? Ja. Jawohl, Jungs, habt ihr gut gemacht. Ist gut, dass ich hochgefahren bin. Trotzdem. Ah, schade, das hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Als der T95 repaired hat, da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber weg. Ich weitergefahren. Jetzt muss ich aber schnell weg. Sorry. Egal. Naja, wir haben Spaß, oder? Also, wie gesagt, IA Phase 1, IAA. Cooler Name irgendwie, oder? Ist egal. Ist ein Tipp von mir. Den gibt es ja dann zu erfahren, ne, diesen Battle Pass da. Holt euch den, der macht manchmal ganz Spaß. Also, relativ viel Spaß. Also, das hat jetzt auch Spaß gemacht. Ah, ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Ach, ich hätte am Anfang diesen scheiß Coppola treffen sollen. Der andere, hey, Phase 1 fährt noch Full AP rum, seht ihr das?
gucken. Komm, wir gehen nochmal drauf ein bisschen, was wir mit dem veranstalten. Ah, wenn ich die... Sehr schöner Schuss um 703. Ich hätte diesen scheiß Coppola treffen sollen. Also nicht nur zwei, drei Mal, sondern... Hätte Fahrradkette. Wie so oft im Leben. Es geschehen manchmal Dinge im Leben. Die geschehen einfach. Na, kann man nicht ändern. Es kommt, wie es kommt. Also, und wer sich dagegen stimmt. Ja. Ja. Es kommt, wie es kommt. Wir können es nicht verhindern. Ja. Wir können es ein bisschen leiten, steuern, aber na. Gut, das war jetzt ein bisschen philosophisch. Ich habe ja immer gesagt, hier gibt es auch einige andere Dinge auf meinem Kanal zu erleben. Das war jetzt ein bisschen Philosophie vielleicht oder Ratgeber, ich sag mal Lebensberatung, ein bisschen auf meinem Kanal. Und das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich glaube, diese zwei Replays reichen. Ah, Mann, 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 das ist dieser scheiß T103, der. Aber ich sage, Coppola ist Coppola. Scheiß auf die Wertung. Ne? Du musst den Coppola treffen. Egal, ob der Spieler eine 10.000er Wertung hat oder eine 2.000er. Ne? Ist lustig heute. Aber er hat einen Panzer Ass. Das ist schon mal nicht schlecht. Also, ja. Puh, okay. Aber er hat gut abgewartet da oben am Schluss. Also, muss sagen, das ist ein Talent. 15. Januar 2020. Gut. Genug Dumpfsinn gelabert. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß bei allem, was ihr tut. Ich werde es ganz entspannt angehen. Und wie gesagt, bis die Tage. Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Neuner für euch. Ja. Und den werde ich euch dann die Tage vorstellen. Gell? Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Ich habe gesehen, viele schauen meine Videos und haben noch nicht abonniert. Dann verpasst ihr auch nichts. Gell? Ich glaube, dass ihr die Glocke nicht unbedingt aktivieren müsst, weil. Wenn ihr ab und zu bei YouTube reinschaut, erscheint es ja auch in eurem Feed. Also von dem her, dieses mit der Glocke ist doch ein Gerücht. Aber es ist nur meine persönliche Theorie. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis die Tage. Okay? Ciao, ciao.